Hallo, ich bin Lukas Schuff und ich bin Julian Ochs und zusammen kommen wir von der Jugendforscht AG Neustadt-Weinstraße. Ich bin die Josephine Link und ich bin die Vivian Ramsey. Wir kommen vom OWG im Dahn. Hallo, ich bin Lisa Bürger und ich bin Sarah Vogel und wir kommen beide vom Europa-Gymnasium in Wörth. Hallo, mein Name ist Jan Wolf aus Germersheim, ich gehe in das Goethe-Gymnasium dort. Und ich habe eine Festplattenuhr gebaut. Mein Name ist Ann-Christi Belzer, ich bin vom Rudi-Stefan-Gymnasium in Worms. Ich habe mich beschäftigt mit dem Einfluss von Koffein auf das Wurzelwachstum der Küchenzwiebel. Ich bin Michael Piontek. Ich bin Maximilian Müller. Ich bin Mario Schweiker von der Schüler-AG aus Neustadt an der Weinstraße. Ich bin der Anton Bartel. Ich bin der Julian Ochs. Und ich bin der Jonas Mannweiler und wir kommen alle von der Jugendforscht-Schüler-AG Neustadt-Weinstraße. Und wir haben eine Löschdrohne entwickelt, die mit Hilfe von Schallwellen Feuer bekämpft. Also bei unserem ersten Ventil, hier sieht man, bei steigendem Wasserstand wird der Stoff ins Rohr gedrückt und soll dadurch das Wasser, das von oben kommt, abhalten, dass es weiter nach unten läuft und somit die Regentonne überläuft. Unser zweites Ventil wird durch einen Ball verdichtet, der durch den steigenden Wasserstand in einen Trichter gedrückt wird. Unser drittes Ventil arbeitet mit der Hebelwirkung. Dieser Styroporblock wird durch steigenden Wasserstand treibt er auf und das Stopfen wird ins Rohr gedrückt. Wir haben einen Pilotentest gebaut. Und zwar funktioniert der mit dem Pulssensor. Der wird dann das Rohrläppchen befestigt mit einem Temperatursensor, mit einem Reaktionstest und mit dem Fertigkeitstest, den wir selbst entwickelt haben. Zuerst starten wir unser Projekt. Sofort wird der Puls gemessen. Die LED blinkt dabei im Takt des Herzens. Anschließend starten wir den Reaktionstest. Im Anschluss starten wir den Fertigkeitstest. Dann starten wir den Temperaturtest. Dabei wird das Thermometer, was sich in der Handfläche befindet, benutzt. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wir haben eine Fernbedienung entwickelt, die per Funk mit der Drohne kommuniziert und wir so durch per Fernbedienung die Drohne steuern können. Nun als erstes legen wir den ersten Hebel um den Ziellaser zu aktivieren. Jetzt können wir unsere Drohne ausrichten und genau auf das Feuer zielen. Jetzt legen wir den zweiten Schalter um, um die Schallwellen und das Feuer zu bekämpfen. Und das Feuer wurde innerhalb von einer Sekunde gelöscht und die Drohne war abgebrannt. Hallo, ich bin Lutz Geisler, ich bin 14 Jahre alt, ich gehe aus dem Dahn-Gymnasium und besuche es unter 3 Jahren im Vortrag in der Schalter-Weinstraße. Dort haben wir dann auch dieses Projekt entwickelt, das ist, ich wollte Iron Man in echt nachbauen, weil ich das Filme gesehen hatte. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt, aber nicht wirklich was dazu gefunden. Und dann habe ich mir eben überlegt, das kann ich auch. Ich wollte im Zeitpunkt auch gerne Metallarbeit lernen. Dadurch ist es eben entstanden, weil ich dann überlegt habe, das wäre eine gute Übungsidee dafür. Das Projekt besteht daraus, man hat die Armschiene, da steckt man seinen Arm rein. Das kann man hier an der Seite jetzt vielleicht sehen. Und dann hat man hier vorne Knöpfe, wenn man die tätigt, bewegt sich der Motor mit. Und dieser Motor sorgt eben dafür, dass der Arm sich bewegt. Dadurch braucht man kaum noch Muskelkraft, denn man drückt nur den Knopf
automatisch fällt der Arm nach oben. Das ist zum Beispiel in Berufen wie, ich habe hier markiert, Gerüstbauer, ziemlich vorteilhaft. Vor ein paar Jahren zum Beispiel unser Haus gebaut. Und da war eben auch ein Gerüstbauer da und die haben zu fünf ein paar Tage lang Gerüst aufgebaut. Und da war eben die Idee, dass wenn man so ein Exoskelett hat, vielleicht viel schneller aufbauen kann, wenn man alleine so eine Stange trägt. Das würde dann nicht nur Zeit, sondern auch vielleicht Personal sparen, was dann für den Gerüstbauer an sich jetzt vielleicht nicht so vorteilhaft ist, aber für den Arbeitgeber. Aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Pflegebereich, wenn alte Menschen können nicht mehr so gut aufstehen. Wenn man dann ein etwas komfortableres Exoskelett für sie bauen würde, das dann ihnen hilft, einfach aufzustehen, während sie vielleicht dann auch wieder ein bisschen Selbstständigkeit, was ja auch bei alten Menschen, wie es bei meiner Oma, ein wichtiger Punkt ist, weil vielleicht ist es ja so, man fühlt sich ja nicht gerne abhängig, wenn man dann einfach wieder alleine rumlaufen kann, ist dann viel angenehmer für einen selbst. Wir haben die Ameisenlöwen erforscht. Nun erklären wir Ihnen mehr. Die wesentlichen Bestandteile des Ameisenlöwen sind der Hinterleib, die Vorderbeine, der Kopf und die Zangen. Besonders auffällig ist, dass der Hinterleib spitz zuläuft und die Vorderbeine nach vorne gerichtet sind. Wie man hier sehen kann, ist der Ameisenlöwe nur die Larve der Ameisenjungfer. Dieser verpuppt sich dann nach ungefähr 2 Jahren und entwickelt sich zur Ameisenjungfer, die man hier sehen kann. Mein Name ist Negin und ich komme aus dem Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern. Das ist mein Projekt KidSafe, Live-Abstandsmessung mit mobilen Endgeräten. In meinem Projekt geht es um Kleinkindersicherheit im Alltag. Mit meiner App kann man den Bewegungsradius eines Kindes überwachen und verhindern, dass das Kind sich zu weit entfernt. Der Tag im NTK Landau war sehr interessant, da uns die Jungforscher auf großartige Weise überrascht haben. Es war ein kleiner Blick in die Zukunft. Sobald das Video der Verleihung online ist, werde ich dies auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ein Link zum Kanal von Thomas Handelskonto 11, mit welchem ich dieses Video produziert habe, findet ihr hier auf dem Bildschirm oder alternativ auch unten in der Videobeschreibung. Sowie zum Kanal des Entwicklers des Iron Arms. Mit dem Abschlusssatz, welcher mir an diesem Tag eingefallen ist, möchte ich einen Teil des Voice-Off beenden. Entwicklung ist der Fortschritt der Zukunft. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, kannst du mich mit einem Klick auf den Abo-Button unterstützen. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.